Hey Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und heute machen wir wieder ein wirklich richtig, richtig doll cooles Baubattle. Wir werden nämlich eine richtig doll coole unterirdische Lava-Base bauen. Das wird so cool insgesamt und ich bin wirklich richtig doll gespannt, wie deine unterirdische Lava-Base aussehen wird. Und schau mal, Katja, hier ist meine Seite und da drüben ist deine Seite. Oh, da hast recht. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ach, hallo. Mann. Hallo, Katja. Okay, okay. Hey, Moment mal. Moment mal. Epic, ich hab ein Geschenk für dich. Katja, was ist denn hier los? Moment mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So und so und so. Zack und zack. Die Lava mach ich wieder weg. Katja, du kleiner Quatschmacher. Ach, Mann. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, auf die Plätze, fertig und los. Okay, Moment mal, Kater. Ich fange erstmal mit dem Kopf hier oben an. So und so und so. Und ich werde wirklich einen richtig doll coolen, naja, Lava-Skin hier oben bauen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann geht es hier hinten natürlich auch 8 weiter. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und 8 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Au, oh, sehr nice. Das wird mein wirklich richtig doll cooler, naja, Lava-Kopf. Und ich bin wirklich richtig doll gespannt, wie dein Lava-Kopf aussehen wird. Oh, das kannst du sagen. Ah, sehr cool. Okay, okay. So und so und so. Und zack, 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 zack. Da baue ich das hier nach oben. Und meine unterirdische Lava-Base wird wirklich so, so, so doll schön aussehen, Katja. Die wird dir richtig, richtig doll gut gefallen. Okay. So, zack, 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 zack. Und hier entlang. Dann würde ich sagen, hier kommen die Äuglein hin. Und so. Und zack. Ah, hier sind die Augen. Dann nehme ich hier noch ein paar Lavasteine. So und so und so. Oh, das sieht so doll lustig aus tatsächlich. Ah, sehr cool. Das sieht schon richtig doll süß aus. Und hier ist wirklich überall richtig doll viel Lava. Oh, oh. Und Moment mal. Karte, darf ich ein bisschen spickeln bei dir? Nein, bitte nicht. Ach Mann, so und so und so. Und Katja, weißt du schon, wie du deine unterirdische Lava-Base einrichten wirst? Richtig doll schön und richtig doll rot und orange. Also ich glaube, das wird gut aussehen. Oh, ich bin richtig doll gespannt. Ich mache hier meinen Lava-Kopf einen wirklich richtig, richtig doll geheimen Eingang hin. Und wenn man durch den doll geheimen Eingang durchkommt, dann kommt man hier runter in meine Lava-Base. Das wird sehr cool. Okay, okay. Dann baue ich hier natürlich noch weiter. So und so und so. Und Moment mal, ich muss unbedingt auch noch den Mund bauen. Okay, dann mache ich, glaube ich, so und zack und zack und zack. So und so. Oh, sehr süß tatsächlich. Und Moment mal, mein kleiner süßer Lava-Skin bekommt noch ein paar Öhrchen. Oh, cute. Okay, warte mal. Ich bin ja auch gerade noch am Kopf dran, aber es dauert wieder so, so lange bei mir, glaube ich. Oh, ich bin richtig doll gespannt, Karte, auf deine unterirdische Lava-Base. Okay. Oh, mein Lava-Skin ist fertig tatsächlich. Das sieht so doll süß aus. Jetzt muss ich hier nur noch zumachen und dann kann ich die unterirdische Lava-Base bauen. So und so und so, hier bitte überall zumachen. Ah, sehr nice tatsächlich. Und Katja, weißt du was? Was denn? Du wirst niemals meinen geheimen Eingang finden. Der kommt ganz genau hierhin. Sehr cool. Okay, hier ist auf jeden Fall mein richtig nur geheimer Eingang. Dann geht es hier nach unten. Da kann ich hier wieder zumachen. Und dann würde ich sagen, hier kommen auf jeden Fall auch ein paar Lava-Blöcke hin. Die kommen ganz genau hier hin. Und zack, und zack, und zack. Au, oh, sehr cool tatsächlich. Dann kommen die Lava-Blöcke hier auf den Boden. Und meine unterirdische Lava-Base gefällt mir schon richtig, richtig doll gut. Das hier ist der Eingangsbereich. Moment mal. So, da kommen hier über Blöcke hin. Und zack, und zack. Und dann würde ich sagen, hier geht es richtig, richtig doll tief nach unten. Das wird so nice. Und dann werde ich eine richtig doll schöne unterirdische Lava-Base bauen. Oh, das wird nice. Okay, okay, dann kommt man hier nach unten und zack, dann kann man hier entlang gehen und man kann hier entlang gehen. Dann würde ich sagen, hier hinten kommt auf jeden Fall das Wohnzimmer hin. Oh, das wird so cool. Und Katja, ich werde meine unterirdische Lava-Base wirklich richtig, richtig doll schön verschönern. Oh, das kann ich mir vorstellen. Das wird nice. Oh ja, und Moment mal. Dann würde ich sagen, es geht hier auch geradeaus weiter. Das wird so schön tatsächlich. Okay, so und so und so. Oh, richtig doll cool. Wie viele Räume wird denn deine unterirdische Lava-Base haben? Das weiß ich leider noch gar nicht. Okay, Moment mal. Und hier geradeaus kann man auch weitergehen. Und dann würde ich sagen, da mache ich das Schlafzimmer hin. Dann würde ich sagen, ich mache hier ja so ein bisschen Lava an die Seite. So und so. Oh, das sieht richtig doll schön aus. Und oh, oh, die Lava geht zu weit. Moment mal. So und so. Oh, sehr cool tatsächlich. Okay, dann kommt hier auch die Lava hin. Oh, das sieht richtig doll schön aus tatsächlich. Dann hat man wirklich hier einen richtig doll schönen Flur. Okay, dann kommt hier Lava hin und hier kommt Lava hin. So und so. Oh, sehr nice tatsächlich. Okay, von hier oben kommt man in meine unterirdische Lava-Base rein. Dann geht es hier geradeaus weiter zu meinem Schlafzimmer. Oh, sehr cool. Und ich finde, das sieht wirklich schon richtig doll nice aus. Dann würde ich sagen, das Bettchen kommt ganz genau hier so hin. Moment mal, zack und zack. Oh, Katja, weißt du was? Was denn? Ich mache ein Dreifachbett. Oh,
Richtig der groß. Okay, warte mal. Ich bin auch gerade bei meinen Räumen. Ich bin immer noch ein bisschen unsicher, wie ich das bauen soll. Ach Mann, sehr schön tatsächlich. Okay, okay. Dann habe ich hier noch eine Tür. Die kommt ganz genau hier hin. Und hier kommt auch eine Tür hin. Dann würde ich sagen, ich nehme die Lava-Blöcke und mache hier noch zu. So und so. Sehr cool. Jetzt hat man hier wirklich den richtig coolen Eingang in mein Schlafzimmer. Sehr nice. Okay, da kommt hier noch ein kleiner Schreibtischstuhl hin. Den würde ich ganz genau vielleicht hier hinstellen. Und dann baue ich hier noch einen kleinen Schreibtisch hin. Oh, das hört sich sehr, sehr gut an. Oh ja. Okay, so sieht meine Küche auf jeden Fall aus. Dann würde ich sagen, hier oben kommt der Ofen hin. Dann kommt hier das hier noch oben drauf. Dann kommt hier noch ein kleiner Abzug drüber. Und zack, dann kommt hier ein kleiner Schrank hin. Oh, das sieht ja richtig doll lustig aus. Dann kommt das hier noch hin. Dann kommt hier das noch oben drauf. Oh, sehr cool. Dann würde ich sagen, hier unten geht es weiter mit meiner Küche. Dann kommen hier noch ein paar Schränke hin. Und hier kommen auch ein paar Schränke hin. Dann kommt hier auch noch ein kleiner Ofen hin. Der kommt ganz genau hier rein. Oh, Moment mal. Das sieht richtig toll süß aus. Okay, dann kommen hier auch über noch Herdplatten oben drauf. So, zack, zack, zack. Und ich würde sagen, hier oben drüber kommen auch noch Abzüge hin. So und so. Dann hat man hier eine kleine Ofenecke. Dann würde ich sagen, das kommt hier hin. Da kommt hier noch ein kleiner Besen hin. Oh, meine Küche gefällt mir richtig doll gut. Okay, ich baue hier auf jeden Fall gerade das Badezimmer. Und es sieht wirklich schon richtig, richtig doll nice aus. Moment mal. Dann kommen hier die Blöcke hin. So und so. Dann kommen hier noch weiter die Lava-Blöcke hin. Ah, sehr cool. Und ich werde mein Badezimmer wirklich richtig doll schön einrichten. Oh, sehr cool tatsächlich. Okay, die Leiter sieht auch wirklich richtig doll schön aus. Dann geht es hier aus meinem geheimen Ausgang wieder raus. Und zack, und zack. Und dann würde ich sagen, ich setze hier noch ein paar Lava-Blöcke hin. So und so und so. Und Moment mal, Kater, ich bin gleich schon fertig tatsächlich. Ah, das ist ja richtig doll gut. Okay, ich bin hier gerade an der Küche, aber ich bin auch bald fertig. Sehr gut. Okay, Epic, ich bin gerade fertig geworden und ich bin so gespannt, wie dir, naja, meine unterirdische Lava-Base gefallen wird. Oh, sehr cool. Okay, okay, Kater, dann würde ich sagen, du kannst zuerst auf meine Seite kommen und dir meine unterirdische Lava-Base anschauen. Oh, Hallöchen und stopp, bitteschön. Und du kannst dich umdrehen. Und... wie cool ist das denn? Die Blöcke sehen ja richtig doll gut aus und hier sind überall Funken. Und jetzt musst du den Eingang finden und der ist nicht mal so gut versteckt, leider. Epic, ich habe den Eingang gefunden, aber dein Kopf sieht jetzt schon viel besser aus als meiner. Und warte mal, hier gibt es eine Leiter nach unten und ich bin gespannt, wie deine unterirdische Lava-Base aussehen wird. Was hast du denn hier gebaut? Schau mal, Kater, hier gibt es drei Wege und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier ins Badezimmer rein. Das hier ist das Badezimmer mit den Toiletten und guck mal, dann kann man nebeneinander sitzen. Das ist lustig und hier, der Whirlpool sieht auch voll cool aus mit so einem separaten Raum. Das ist schön. Oh, danke schön. Da hat man hier auf der Seite eine Badewanne und hier auf der Seite. Dann hat man hier noch ein kleines Waschbecken mit den Zahnbürsten. Und guck mal, Katja, dann geht's hier geradeaus weiter in meine Küche rein. Oh, das sieht voll cool aus mit dem Gang hier nach unten. Und man hatte richtig viele Herde. Okay, ein riesen Kühlschrank. Und hier kann man auch nochmal kochen. Das sieht voll nice aus. Ach, Mann, richtig lustig. Ah, danke schön. Und guck mal, Katja, jetzt geht's hier weiter in mein Schlafzimmer. Das ist jetzt hier dein Schlafzimmer und dein Arbeitszimmer, glaube ich. Das gefällt mir auch richtig doll gut. Oh, danke schön. Hier hat man ein richtig doll großes, naja, Dreierbett. Ja. Dann hat man ein richtig doll großes Sofa. Hier ist ein kleiner Tisch. Hier ist auch ein kleiner Schreibtisch. Und hier sind auch ein paar richtig doll süße Blümchen. Sehr cool. Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, okay, Kater. Jetzt schaue ich mir deine unterirdische Lava-Base an. Und ich bin schon wirklich richtig doll gespannt, wie die aussehen wird. Okay, Moment mal. So und so und so. Ich komme auf deine Seite. Und zack. Kann ich mich umdrehen? Mein Kopf ist nicht so der Hammer geworden, aber ja, kannst du. Und? Moment mal. Was ist denn hier los? Das sieht ja richtig doll lustig aus, aber das sieht auch irgendwie schön aus mit dem Muster hier drin und den drei verschiedenen Farben. Und hier vorne mit dem richtig doll süßen Gesicht. Ah, sehr cool. Und Moment mal, Katja, wo ist denn der geheime Eingang? Ist er vielleicht hier irgendwo versteckt? Hallo, geheimer Eingang. Okay. Katja, hier ist der geheime Eingang. Ich habe ihn gefunden. Sehr cool. Dann geht's hier nach unten und hier innen sieht deine unterirdische Lava-Base schon wirklich richtig doll gut aus. Und Moment mal, jetzt geht's hier nach unten und zack und... wie schön ist das denn? Okay, schau mal, wo fangen wir an am besten? Naja, hier haben wir einen Teil vom Nether. Und das ist mein kleines süßes Schlafzimmer. Wir haben hier immer so ein paar Lava-Elemente und alles ist schön orange und rot. Und hier geht's weiter zum Beispiel zu meinem schönen Badezimmer. Epic? Was ist denn hier los? Dein Badezimmer brennt. Und schau mal, hier kann man sogar gut duschen. Bla, bla, bla. Und dann kann man ein bisschen Seife nehmen. Ui, 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 ui. Und dann wieder raus. Sehr cool. Und Moment mal. Hier ist
ist deine Küche? Oh, stimmt, die ist sehr klein, aber fein. Und zuletzt folgt noch mein kleines süßes Wohnzimmer. Oh, sehr gut, hier brennt ja alles. Oh Gott, oh Gott, oh Ach, Gott. Mann. Hier mit dem Sofa, da kann man hier ein bisschen Fernseh schauen mit der Lampe. Hier ist ein kleines Feuerchen. Und ich muss sagen, mir gefällt deine unterirdische Lava-Base wirklich so doll gut. Vor allen Dingen hier auch mit dem Nether. Das ist so doll schön. Richtig, richtig doll cool. Oh, danke schön. Und Moment mal, Katja, ich muss sagen, mir gefällt deine unterirdische Lava-Base wirklich richtig, richtig doll gut. Die hast du so doll schön gebaut. Oh, danke schön. Aber mir gefällt deine unterirdische Lava-Base auch richtig doll gut. Vor allem der Kopf, der sieht so schön aus. Oh, danke schön. Und Leute, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, welche unterirdische Lava-Base euch am allerbesten gefällt. Gefällt euch die von der lieben Katja oder meine? So schön. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.